Entering Maintenance Area. Okidoki, wir kleffen uns auf Map 19. Yes. 259 Gegner, 5 Secrets. Wir dürfen gespannt sein. Ich mag diesen Anfang jetzt schon. Wir kommen inmitten des Getümmels raus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir gegen die Hitscanner und vor allem die Shotgunner überleben. Frech an der Stelle ist natürlich, dass der eine Pinky den Shotgunner unfreiwillig schützt. Weil der... Nice. Sich auf ihn... ein bisschen fokussiert hat. Ein sehr brachialer Einstieg. Wir inmitten. Na, come on, come on. Also wirklich, ich habe ihm 2 Shotgun-Schüsse gegeben. Und er stirbt einfach nicht. Frech aber auch. Die müssen schlecht getroffen haben. Okay, uns geht's nicht mehr so gut. Uns geht's gar nicht mal mehr so gut, aber wir haben überlebt. Den ersten Ansturm hier. Und holy, sieht das cool aus hier. Muss man auf jeden Fall mal sagen. Frechdachs. Frechdachs. Nummer 2. Oh Gott. Ja, egal, ist nur ein Kako. Und die Munition, die wir hier rausballern, liegt hier glücklicherweise auch. Liegt hier glücklicherweise auch wieder. Und wir kriegen sogar ein bisschen HP. Ein kleines Trostpflasterchen. Was wir sehr, sehr dringend benötigt haben. Okay, interessante Tür. Boing. Einfach so. Nicht, dass dort irgendwie irgendein Secret sein könnte. Okay. Wir sind hier mal ein bisschen vorsichtig. Wir haben nicht so viel Bewegungsfreiraum und der Revenant... Oh, hey, hey, hey. Der Revenant hätte uns jederzeit auch ganz böse zusetzen können. Okay, wow. Wieso überleben sie teilweise so viel? Yes. So. Mir geht's nach wie vor gar nicht so gut. Aber wir kommen trotzdem in Ordnung hier durch, sag ich mal. Wir kommen durch und sterben noch nicht dabei. Und das ist fürs Erste, sag ich mal... Fürs Erste stellt mich das zufrieden. Hier werden wir eine blaue brauchen, ja. Irgendwas sieht mich, irgendein Zombie. Aha. Sieht cool aus. Okay, sehr schön. Aha. Ja, ja, ja. So, jetzt müssen wir den hier schnell wegmachen. Fuck. Gemeinheit, dass da nochmal ein Imp kommt. Perfekt. Oh. Irgendwo ist ein Zombie, der mich gesehen hat. Wahrscheinlich da oben. Aha. Das hier wird noch nix. Dafür das hier. Oh, endlich HP. Endlich HP. Mir geht's endlich ein bisschen besser. Das hier bleibt sogar offen. Aha. Okay. Komisch. Sehr schön. Shotgun Shells kriegen wir auch wieder zurück. Wir haben hier leider auch ein paar Hitscanner. Und das ist... Das ist schwierig für mich. Mit meinem niedrigen HP-Stand. Aber jetzt sind wir hier erstmal safe und wir haben auch endlich einen Chain Gun. Sehr gut für mich. Sehr, sehr gut. Damit kommen wir jetzt erstmal wieder, glaube ich, ganz gut hier aus. Und zum Glück kriegen wir auch ein bisschen Rüstung. Also es ist nicht viel, aber es wird helfen.
So. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie ein bisschen hier noch aufräumen können. Ohne dabei zu verrecken. Und irgendwas sieht mich, was Hitscan ist. Sehr schön. Den spam ich kurz weg. Sehr schön. Der lebt sogar noch. Jetzt ist er tot. Ich dachte, der wäre gestorben. So. Den müssen wir schnell wegmachen. Damit der nicht frech werden kann später. Sehr schön. Okay, das ist permanent. Heißt, wir haben theoretisch Anlaufstellen, die wir mal nochmal besichtigen könnten. Sehr gut. Perfekt. Okay. Okay, okay, okay. Läuft doch in Ordnung immer noch. Läuft doch eigentlich echt in Ordnung immer noch. Dafür, dass die hier echt alles versucht haben, mich zu killen. Die haben hier echt vieles versucht. So, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Interessant. Das heißt, wir müssen uns... Oh, warte mal, hier geht's raus. Das könnte sogar neu sein. Dann denke ich mal, wird das hier öffnen. Haben wir... Ja, 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 das war mir eigentlich fast schon klar. Oh, ein Baron sogar. Naja, es war mir beinahe schon klar, dass das nicht ohne Konsequenzen sein wird, diesen Schalter zu drücken. Sonst hätte man das niemals über zwei Schalter geregelt. Okay, der hat mir jetzt zwar gut Muni geklaut, aber dafür ist er jetzt tot. Und hier haben wir sogar direkt zwei Shotgunner, die mir wieder ein bisschen zurückgeben. Das ist doch nett. Im Secret haben wir leider immer noch keines gefunden. Leider, leider. Aber es soll uns mal noch... Achso, nur die Tür ist zugegangen, okay. So. Perfekt. So, was haben wir denn da unten Schönes? Seine Karte. Werden wir tatsächlich demnächst an unsere erste Karte kommen? Vielleicht. Ja, ja, ja. Könnt ihr gerne versuchen. So einfach mache ich euch das aber nicht. Nee, 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 nee. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Hell Knight. Oje, oje, was... Was soll das denn? Was machst du denn hier? Sogar noch ein Hell Knight. Das ist sogar Verstärkung. So. Perfekt. Perfekt. Könnte man theoretisch sogar gucken. Wir können hier hoch. Aber nichts davon will aufgehen. Gemeinheit. Hier ist es sehr dunkel. Kommen nach wie vor nirgends irgendwie zu einem Secret. Die sind mir bisher verwehrt geblieben. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, eine doppelläufige. Das ist eine sehr, sehr schöne und nette Überraschung. Eine absolut schöne, nette Überraschung. Hier können wir auch runtergehen. Okay.
Ich nehme mal schwer an, an die Karte kommen wir noch nicht so einfach. Erst wenn wir den Schalter drücken. Wir kriegen auch eine Rakete. Wir haben auch schon Cells bekommen. Aber noch keine Waffe dafür. Okay. Aha, ist das ein Rätsel? Ja. Das heißt, wir müssen schauen, ob wir hier irgendwie... ob wir hier irgendwie durchkommen, ob wir irgendwas finden. Wir könnten... okay, So, wenn ich da hingehe, geht es hoch. Das heißt, das blaue, das blau kolorierte lässt das hochfahren. Was ist mit dem schwarz kolorierten auch? Okay. Wie sieht es mit dem grünen aus? Okay, ja, das sieht doch... okay, aber das war immer noch nicht richtig. Aber wir müssen auf jeden Fall schon mal das grüne, dann... ha, aber dann dürfen wir nicht da runter. Ich frag mich nur, also ist auf jeden Fall ein Farbenrätsel. Ich würde gerne wissen, wo die Lösung ist. Also, ich will das jetzt nicht durchraten. Ah, guckt mal, hier, da haben wir es doch. So, blöderweise ist hier ein toter Marine, aber das kriegen wir schon gelöst. Also, wir haben grün, rot, blau, rot, blau. Und dann braun und dann nochmal rot, aber dann zweimal rot. Blau, schwarz, blau. Also, muss man einfach nur einmal im Kreis gehen? Jetzt wartet mal kurz. Wir müssen bei grün anfangen. So, dann rot. Ja. Rot, rot, blau, schwarz, blau. Und nochmal blau ist falsch. Das heißt, nur quasi einmal eine Runde machen bis kurz wieder vorm Grünen und dann runtergehen. Das klingt doch machbar. Yeah. Gott. What? Okay. Keine Ahnung, warum der mich getroffen hat, aber das ist in Ordnung. Das hat wohl nicht gereicht, um als Sichtschutz zu dienen. Aber wir haben jetzt die Karte. Und das ist eine gute Sache, finde ich. Okay. Dann sind wir in dem Bereich vermutlich fertig. Ich sehe aber noch eine Sache, die mich ein wenig stutzig macht. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Okay. Hier haben wir einen anderen Weg zurück. Interessant. Interessant. Frechdachs. Wir haben für euch leider noch keine Berserker-Fähigkeit. So. Mehr ist hier nicht. Dann schauen wir hier mal entlang. Okay. Uiuiui. Glücklicherweise haben wir das getroffen. Das hätte wehtun können. Okay. Perfekt. Die Hitscanner müssen wir auf jeden Fall erstmal irgendwie loswerden. Na. Frech, ich sehe ihn hier nicht. Ah, hier waren wir schon. Vielleicht können wir die hier besser erwischen. Da kann man hoch.
Ich will aber erst ein bisschen die Shotgun-Muni rausballern, dass sich das auch lohnt. Aha. Na gut. Hier sind sie, die ganzen Hitscanner. Perfekt. Ein Rucksack wäre eigentlich auch mal eine ganz nette Geschichte. Hier ist nach wie vor immer noch kein Secret. Das ist halt echt heftig, ne? Also was Secrets angeht, habe ich bei dieser Map noch kein Glück. Okay, das hier hatte mich hier nur rausgelassen. Ich war ja. Ja, das sind auf jeden Fall noch Hitscanner da unten. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir sie ja eigentlich ganz gut erwischen können. So. Dann gehen wir jetzt einmal in die Richtung. Bang. Aha. Das ist nett. Kriegen wir endlich den Raketenwerfer. Das finde ich absolut super. So. Sehr schön. Eine Rüstung, sag ich nicht nein zu. Okay, Überraschungsangriff erfolgreich überlebt und eine grüne Rüstung reicher sind wir jetzt. Das ist doch eine ganz nette Geschichte. Das freut uns doch, oder nicht? Ich sehe auf jeden Fall, da oben ist eine Unverwundbarkeit. Da könnten wir sogar hinkommen. Das Problem an der Geschichte ist gerade noch, ich weiß nicht. Na gut, komm, probieren wir was. Ich meine, es lohnt sich schon. Klar, ich mache jetzt natürlich auch alles dafür, um einfach möglichst getroffen zu werden. Ne? Damit ich mir schön einreden kann, dass sich das jetzt richtig gelohnt hat mit der Unverwundbarkeit. Aber es hat sich trotzdem auch so gelohnt. Also kann sich eigentlich nicht beschweren. So, komm. Der wird nicht tot sein, nee. Oh. Jetzt. Na gut. Das hier wird sich auf jeden Fall noch irgendwie öffnen. Wie ist die Frage? Sehr schön. Naja. Aber was genau bringt es mir, hier jetzt zu sein? Ich hatte irgendetwas, hatte ich geöffnet mit dem Schalter oben. Dann bin ich hier hin, aber hier ist noch nichts. Also außer ich übersehe etwas, aber ich würde sagen, hier ist erstmal noch nichts. Naja. Wir haben auch noch echt gut was vor uns. Und nicht mal die Hälfte der Gegner tot. Die Map ist nicht klein. So, mal ganz kurz nochmal schauen, welchen Raum habe ich denn hier? Also da habe ich in dem Raum was gemacht. Komme ich zu diesem Raum auf eine andere Weise? Möglicherweise vom Anfang tatsächlich. Möglicherweise vom Anfang. Generell scheint es beim Anfang noch etwas mehr zu geben, als es eventuell den Anschein hatte.
Ja, das war eine Tür, die, glaube ich, geschlossen war erstmal. Die haben wir anders geöffnet. So, mal schauen kurz. Das hier ist nach wie vor nicht zugänglich. Oh, was ist? Okay. Na, das ist, scheint aber irgendwas oben zu sein, was sie hier gerade... was sie hier gerade aktiviert haben. Das scheint noch nicht für uns bestimmt zu sein. Ha, okay, wartet mal kurz. Ich sehe etwas auf der Map. Wir müssen hier lang. Da waren wir noch nicht. Okay. Oh Gott, hier ist es sehr dunkel. Ich sehe nichts. Ja, ja, ja. Es war mir fast schon klar, dass ihr hier sein würdet, ihr Spectres. Ich glaube, ich habe sie beide erwischt. Nice. Man sieht hier sehr wenig. Sehr frech natürlich, aber in Ordnung. Und hier haben wir erstmal eine Sackgasse. Das ist, das ist auch nicht schlimm soweit. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir fangen an und killen den hier zuerst. Weil dann haben wir, sag ich mal, diese Seite clear. Den werde ich mit der Chaingun wegmachen. Eieiei, weg. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja, ja, ja. Okay. Zack, zack. Haben jetzt natürlich gut Chaingun rausgeballert. Das hier öffnet sich noch nicht so leicht, aber jetzt. Mhm. Oh. Das ist eine nette Überraschung, tatsächlich. Das ist etwas, das mich sehr freut. Das ist sehr gut. Wir können endlich auch ein bisschen... Oh je. Aha, yay. Okay. Haben jetzt was geöffnet. Zack, zack, zack. Und hier geht's auch noch rein. Jetzt würde mich eine Sache auch direkt interessieren, und zwar würden wir es von hier oben hinbekommen? Hier ist ein Pfeil. Ja, nice. Genau das hatte ich gehofft, dass wir uns hier auch einen Weg nach oben wieder zurückbahnen. So. Sehr schön. Dann gucken wir mal ganz kurz, was hier noch geht, bevor wir da unten weitergehen. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen HP, ein bisschen Rüstung. Sag ich garantiert nicht nein zu. Wir würden auch in einen Außenbereich kommen, der etwas größer scheint. Aber ich will mich erst hier drin fertig umgesehen haben, bevor ich das mache. Hier geht's auch lang. Das ist echt eine große Map, ey. Holy. Boah, zum Glück hat er sich lange baiten lassen in die Punches. Sehr schön. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Nicht viel. Ist es möglicherweise gerade das allererste große Medikit, das ich gefunden habe in diesem Level? Die gibt es hier also auch. Stimmt, ich habe auch einen Raketenwerfer inzwischen. Darf ich auch nicht vergessen. Aber ohne Witz, dieses Level ist ja enorm. Also halt auch, wie verwinkelt das Ganze ist. Und auch sehr, sehr offen. Es hat ein sehr offenes Design. Ich habe hier gefühlt noch sehr viele Anlauf... Wow, du warst frech. Ich habe ich nicht bemerkt. Kam es ganz schön leise.
Ich war gerade auf der Map. Das gehört sich aber nicht. Oh, guck mal, hier haben wir sogar die rote. Wow. Damit habe ich auf jeden Fall auch nicht gerechnet. Weil wenn man bedenkt, in der Mitte... In der Mitte habe ich, theoretisch jetzt diesen Bereich zugänglich gemacht. So, der halt wirklich... Wo ich jetzt echt nicht weiß. Ich meine, gut, vielleicht kriegen wir hier die gelbe und auf der anderen Seite quasi hätte man dann die rote bekommen. Beziehungsweise haben wir die ja schon bekommen. Vielleicht ist es so gedacht. Perfekt. Okay. Ich guck mal eben, ob man da vielleicht auch anders... Ich glaube, da kommen wir auch anders hin. Und das finde ich persönlich wünschenswert. Tatsächlich. So, schauen wir erstmal auch ganz kurz hier rein. Na doch, komm. Machen wir das hier kurz mit der Chain Gun. Ist vermutlich am klügsten. Ah, da ist noch einer. Okay. Oh, Leute, dieses Level, ey. Wow. Okay. Sehr schön. Perfekt, jetzt kriegen wir hier. Oh wow. Perfekt, mit freundlicher Unterstützung unseres Arachno-Kumpels. So. Wir schnappen uns das. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal aber dann, sage ich mal, eine Sackgasse erreicht. Hier kommen wir so schnell nicht vorbei. Da kommen wir nicht ran. Das müssen wir später machen. Und auf später verschieben. So. Na gut. Das ermöglicht uns jetzt ein bisschen was, tatsächlich. Unter anderem habe ich jetzt deutlich weniger Bedenken, hier mal rauszugehen. Weil wir jetzt theoretisch hier auch ganz locker... ganz locker diesen Schalter drücken können, ohne dass uns die Hell Knights oder Arachnotrons nerven. Vor allem, weil wir nur noch auf eine Richtung gleichzeitig achten mussten. Oder konnten. Mussten nicht mehr auf zwei Sachen achten. So, und das hier, hier waren wir schon. Das heißt, das hier bleibt wahrscheinlich offen, okay. So, was ist hier noch? Ich habe keine Ahnung, ich schieße einfach mal rein. Es waren nur Zombie-Man. Es waren nur Zombie-Man. Schön. Okay, lassen wir die sich mal ein bisschen gegenseitig ärgern. Ne, der trifft die nicht, oder? Jetzt. Nice. Okay, wird doch langsam. Wird doch langsam auch mit dem Kill-Count. Na. Danke. Das hier wird oben uns weiterhelfen, denke ich mal. Oh, Leute, guckt euch diese Map an. So, hier kommen wir auch gar nicht weiter. Oder zurück.
Gefühlt bin ich bei so vielen Orten noch nicht gewesen, ne? Ich sehe zum Beispiel Sachen auf der Map, wo ich theoretisch einfach mal hingehen möchte, bevor ich weitergehe und womöglich versehentlich noch fertig werde mit dem Level. So, wenn ich zum Beispiel... kommen wir hier weiter? Ja. Zum Beispiel hier lang gehe und das hier alles sehe. Hier war ich gar nicht. Aber okay, da kommen wir auch später erst hin, okay. Dann ist alles gut. Ich würde auch ganz kurz einmal in die rote gehen, einfach nur um zu schauen, ob hier zufälligerweise irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Das ist das Exit, nehme ich mal an. Das da oben könnte auch ein Secret sein. Oh, hier lag sogar ein Rocket Launcher. Hier lag sogar ein Rocket Launcher. Na gut. So, was ist unsere nächste Anlaufstelle wieder? Wir gehen da lang. Wir gehen hier durch. In diese Richtung. Hier durch diese Tür. Hier wieder nach oben. Und können jetzt hier, genau. Sehr schön. Sachen aktivieren. Mhm. Perfekt. Machen wir das hier mal so. Holen uns das hier. Uns geht's endlich auch wirklich gut. Das war sehr lange nicht der Fall. Perfekt. Okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber nehme ich einfach mal mit. Dann ist das aufgenommen und... Das ist in Ordnung. So. Ah, fuck. Oh, frech. Ich konnte die auch gar nicht mehr zurück. Wie gemein. Das hat jetzt natürlich wehgetan. Shotgun Shells. Sag ich nicht nein zu. Aha. Ey. Wie gemein. Da möchte man doch einfach nur an die Karte kommen. Und das Spiel lässt einen nicht. Okay. Ah. Ja. Yeah. Aha. Okay, okay. Ich wundere, dass bei dem Einschalter nichts rauskam, aber ey. Hier kommen wir jetzt durch. Oh. Ja, 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 da hat er noch eine geladen. Das war mir bewusst. Ah, warte mal. Okay, frech, da müssen wir nochmal. Kommen wir da nicht mehr zurück? Das wäre schade. Das wäre schade. Weil ich glaube, ich habe da oben ein Secret verpasst. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Oh, ist schon eine Weile her, oder? Ja, 4 Minuten. Das kann man vergessen. Dann mache ich das lieber mit It-Clip und zeige das später so. Falls man das hier nicht mehr öffnen kann. Ich frage mich nur, warum man das nicht mehr öffnen kann. So, was ist denn so schlimm daran, hier nochmal rein zu wollen? Manu. Schade, schade. Aber naja. Macht man nichts an der Stelle. Wir haben jetzt die ganzen Karten. Das heißt, theoretisch könnten wir vermutlich ins Exit gehen. Vermutlich, vermutlich. Ups, hier. So. Gehen wir hier weiter. Hier lang und dann noch einmal die Treppe hoch. Falsche Richtung. Yay.
Ganz vergessen, dass das hier ein One-Way ist hier. So. Okay, und hier ist das Eck. Na ja, gut. Autsch. So einfach macht man es mir dann doch nicht. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen kacke. Das ist in Ordnung. Ich komme auch so noch durch, hoffentlich. Jetzt will man mich einfach nur noch... Okay. Das Spiel ist wieder rausgetappt. Ey, das ist so ein komischer Bug, den ich irgendwie habe, seit ich die Version geupdatet habe. Entweder das oder ist es irgendwas in meinem Windows. Was weiß ich? I don't know. I don't know. PCs machen manchmal Sachen und man muss sie nicht verstehen oder so ähnlich. Aber es ist eigentlich nur Doom, was das macht. Hm. Naja. Hallo. Eieiei. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass es eine Low Roll war. Mit dem Damage. Wir haben leider auch keine Plasma Gun. Wir haben Munition extra dafür bekommen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. So. Wir waren jetzt hier. Hat das irgendwas schon bewirkt? Oder müssen wir einmal hier in die Richtung? Haha, krass, ey, was hier einfach noch alles so geht. Eine Rakete, sage ich nicht nein zu. Ein dunkler, dunkler Gang. Ein wirklich dunkler Gang. Sehr schön. Yes. So. Jetzt haben wir hier noch Schönes. Wir schnappen uns die Muni. Hier geht's nicht weiter. Hier können wir theoretisch weitergehen. Oh je. Viele Schalter und ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe ein bisschen Angst davor. Nice. Dann nehme ich einfach mal schwer an, dass der richtige Schalter der hier war. Naja. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nope. Wir können also hierhin zurück. Das hier ist jetzt offen. Nett. Bewegen wir uns mal hier entlang. Erstmal nichts weiter. Machen wir den hier weg. Das hier könnte sich theoretisch noch öffnen. I don't know. Schauen wir mal in die Richtung weiter. War ich hier schon? Ach, das ist das Exit jetzt. Ah, okay. Das heißt, wir haben es zum Exit geschafft. Yay! Aber ich habe doch noch ein paar Kills da hinten irgendwo, oder? Ich höre doch noch. Oder? Ich höre doch noch die Imps. Ich höre euch doch noch. Hm. Vielleicht sind die auch in den Secrets. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Müsste ich mal nochmal mit dem Sprint darüber kommen? Aber hier ist nichts mehr, ne? Ne.
Na gut. Okay, dann würde ich mal an der Stelle noch die Secrets suchen. Okidoki, fangen wir an mit den Secrets. Hier kommt man natürlich nur mit It-Clip wieder durch. Deswegen müssen wir das... Oh, warte mal, hier ist ja auch zu, ne? Ja, krass. Dann müssen wir das hier sogar... Müssen wir das hier sogar zweimal machen. Beziehungsweise nicht zweimal, wir müssen durch beides durch. Aber ja, wichtig, bevor man runterdroppt, hier kriegt man eine Plasma Gun und eine Berserk. Auf jeden Fall super praktisch. Wir haben es glücklicherweise auch ohne geschafft. So, wir bleiben in der Nähe. Wir bleiben in der Nähe. Und zwar auf der Map. Beziehungsweise hier. Ne, hier würde es... Hier würde es hier rausgehen. Das, ne, mal zur Orientierung. Und zwar hier drin. Zack. Das kann man hier auf beiden Seiten machen. Und kriegt auch ein Secret. Und das andere ist auch nicht allzu weit weg. Wir gehen nochmal in diesen Bereich. Man erinnert sich eventuell, hier musste man ja mit dem Schalter hinter der blauen Tür das hier öffnen. So. Und man sieht es jetzt vielleicht schon da oben. Zack. Genau, kriegt man hier eine Megasphäre. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wo die letzten Kills sind, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber wir könnten theoretisch auch einfach gucken. Okay, ja, seht ihr es da links? Ganz am linken Rand. Da haben es Gegner nicht aus dem Teleporterraum geschafft. Naja, macht man nichts an der Stelle. Kommt vor, kommt halt leider vor. Oh, warte mal, wir müssen ja eh hoch. Das heißt, unsere letzten beiden Kills haben keine Lust. Und zack. So. Das war doch mal eine lange Map. Das. Und ich muss sagen, also insgesamt gab es ja bisher in dem Map-Pack die eine oder andere Map, wo ich sage, die war echt sehr gut. Diese Map ist die erste, wo ich sage, die ist ein Banger. Also das ist definitiv eine der Maps, wo ich sage, wenn man gerne Doom spielt, die sollte man dann schon mal gespielt haben. Sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. Absolut gut detailliert, die Kämpfe gut, alles gut. Einfach nur, keine Ahnung, ich hoffe, diese Person arbeitet inzwischen als professioneller Leveldesigner, denn wer auch immer dieses Level designt hat, hat es drauf. Das ist einfach, keine Ahnung, da kann ich auch nicht viel zu sagen, außer absolute Banger-Map. Absolute Banger-Map, sehr geil. Aber ja, ich hoffe, Maps in dieser Qualität finden sich noch ein paar Mal in dieser Ward wieder. Das würde mich sehr freuen. Gut, würde ich mal sagen. Sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.